Servus Laufhelden, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Andi Feuter, Profiläufer und Olympiateilnehmer, und heute würde ich euch gern mitnehmen bzw. gemeinsam mit euch durchgehen ein 10 km Training von mir, so im Schwellenbereich, das heißt im 4 mmol Bereich ungefähr, wo die anaerobe Schwelle ist, für alle, die sich damit schon ein bisschen beschäftigt haben. Und ja, ich würde das gerne weitergeben, damit sich alle ein bisschen orientieren können, was ich so trainiere bzw. wie so eine meiner intensiven Einheiten eben ausschaut. Für einen 10 km Lauf bzw. ein 10 km Rennen, das ich dann in einer entsprechenden Zeit vor mir habe. In dem konkreten Fall jetzt hat das Training ungefähr 5 Wochen vor meinem 10 km Wettkampf stattgefunden, dass ihr so ein bisschen einschätzen könnt, wie der zeitliche Abstand ist zum tatsächlichen Rennen, falls das für euch auch relevant ist, dass ihr in nächster Zeit ein 10 km Rennen habt. Und ich wäre eine ähnliche bzw. eigentlich dieselbe Einheit fast dann so 10 bis 14 Tage vor dem Rennen selber auch nochmal machen. Also da ist dann ein bisschen so auch der Vergleich für mich da, eben wie ist das Gefühl bei der ersten Einheit, wie ist das Gefühl bei der zweiten Einheit, und dann kann man halt für sich schon ein bisschen einschätzen, wie die Form passt, wie gut man drauf ist und sich das Training einfach hoffentlich locker anfühlt. Ich würde einfach mit euch Schritt für Schritt durchgehen, was das Training jetzt selber war, was die verschiedenen Wiederholungen waren, einfach nur kurz meine Kommentare dazu, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was das für einen Sinn hat, wie sich das anfühlen soll oder was einfach die verschiedenen Elemente von dem Training sind. Und ja, bevor es losgeht, zwei wichtige Sachen habe ich noch für euch. Erstens, wenn ihr euch jetzt schon fokussiert, auch schon konzentriert auf die Einheit, knallt euch noch auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke drauf, lasst mir ein Like da, dann helft ihr mir bei YouTube ein bisschen und wir können hoffentlich mehr Leuten weiterhelfen, die auch, so wie du, auf der Suche nach einem guten 10 km Training sind. Und die zweite Sache, eben, falls es für euch relevant ist, dass ihr einen 10 km Lauf vor euch habt oder einmal rennen wollt und ihr mehr haben wollt als dieses eine Training, das vielleicht interessant ist, aber wenn ihr eine komplette Vorbereitung wollt, habe ich euch unten einen Link reingeknallt. Ich habe euch ein kostenloses E-Book sozusagen, einen kostenlosen Trainingsplan zusammengestellt, wo ihr wirklich über 10 Wochen Periode euch auf einen 10 km vorbereiten könnt. Und ja, das heißt, wenn ihr einfach zielgerichtet trainieren wollt, wenn ihr wirklich motiviert seid, dass ihr Gas gebt, dann haut einfach drauf unten auf den Link und wie gesagt, könnt ihr euch einen kostenlosen Trainingsplan holen, damit ihr hoffentlich, so wie ich, hoffe ich auch für mein Rennen, zu einer neuen Bestzeit laufen könnt. Aber reden wir gar nicht mehr viel herum, sondern starten wir voll rein. Als erstes mal einen Überblick, wie hat die Einheit jetzt tatsächlich ausgeschaut. Wir starten rein in die Einheit, sozusagen der erste Part der Einheit sind 2x 3000 Meter, danach gibt es ungefähr 3-4 Minuten Pause und der zweite Part sind dann noch 3x 2000 Meter zwischen den zwei Sektionen, also zwischen den 2x 3000 und den 3x 2000 sind 5 Minuten Pause, Serienpause, wie immer man es nennen will, und dann wiederum zwischen den 2 km Läufen haben wir dann wieder 3 Minuten Pause. Schauen wir einfach mal kurz rein, wie war der erste Lauf über die 3000 Meter. Ihr seht es in meinem Fall ungefähr 8,45 und für alle Mathematik-Genies da draußen, das ist ein 2,55 Schnitt am Kilometer circa. Mir ist natürlich klar, dass jetzt nicht alle Leute in denselben Tempobereichen das vielleicht nachtrainieren werden oder was auch immer, aber einfach um in Relation zu setzen, dass ihr euch das für euch auch umlegen könnt. Meine Zielzeit für den 10 km Lauf wäre so im Bereich plus minus 2,50 am Kilometer, kann man sagen. Das heißt, die 3000 Meter spielen sich jetzt so ein paar Sekunden über dem anvisierten 10 km Tempo ab. Das heißt, ist ja wurscht, wenn ihr jetzt sagen wollt, es ist für euch ein 4-Minuten-Tempo beispielsweise anvisiert jetzt für einen 10 km Lauf, dann würde ich sagen, da ist so 4,10 am Kilometer ein passendes Tempo, wie ihr dann die 3000 Meter da absolviert. Wie gesagt, in meinem Fall ungefähr 2,55 bei 2,50 Zieltempo. Und das war jetzt mal die erste Wiederholung. Da bitte darf jetzt nichts passieren, das muss sich locker anfühlen, wenn ihr beim ersten Wiederholung das Gefühl habt, ihr müsst am Ende schon knautschen, das tut richtig weh. Müsst das Training vielleicht ein bisschen anpassen, weil die erste Wiederholung gerade von so einem Training, wo noch einige Kilometer danach folgen, sollte noch halbwegs locker sein. Natürlich ist es kein Dauerlauf mehr, kein Joggen mehr, aber schaut da einfach ein bisschen, dass ihr bewusst und ökonomisch kraftsparend lauft und dass ihr dann auch nicht
zu sehr ins Straucheln kommt bei der ersten Wiederholung, sonst wird es einfach eine lange Trainingseinheit. Dann die zweite Wiederholung, da wird es natürlich schon spannend, weil man natürlich mit einer gewissen Vorbelastung von den ersten 3000 Metern in das Rennen reingeht. Und auch da bei mir war es jetzt so ungefähr 8,45, das heißt, ich habe das Tempo schön halten können, es war ein ähnliches Gefühl her von der Anstrengung, das heißt, das hat gut gepasst, es war nicht viel zu locker die erste Wiederholung, aber ich war auch nicht jetzt tot nach der ersten Wiederholung, sondern ich habe das Tempo nochmal schön gleichmäßig laufen können. Die Pause in meinem Fall war jetzt 3,5 Minuten, also wie gesagt, so 3, 4 Minuten war der Plan, haben wir gesagt, ja, 3,5 Minuten, treffen uns in der Mitte, war die Pause und nach dem zweiten 3000er gibt es eben ein bisschen eine längere Pause unter Anführungszeichen mit 5 Minuten und dann geht sozusagen in die zweite Sektion des Trainings mit den 3x 2000 Metern. Das heißt, wir sind gut erholt nach den 5 Minuten, also starten wir in die erste 2 Kilometer Wiederholung rein. Für mich war es in dem Fall ganz genau das nach Plan, ihr habt es gesehen, 5 Minuten 45 auf die 2 Kilometer, das heißt in dem Fall jetzt eine Pace umgerechnet auf den Kilometer sind das dann 2,52, das heißt eben eine Spur schneller, in meinem Fall 2,5 Sekunden schneller pro Kilometer, 5 Sekunden dann auf die 2 Kilometer und das ist dann schon ziemlich nah am Wettkampftempo dran, vielleicht 1-2 Sekunden noch über dem Wettkampftempo, aber ist ziemlich genau dran, beachtet es natürlich immer auch, auf welchem Untergrund er läuft, wie jetzt die Bedingungen sind, ob es jetzt regnet, ob es jetzt 30 Grad hat oder was auch immer, natürlich ein bisschen berücksichtigen, nicht nur einmal stur nach dem Trainingsplan nachgehen, sondern natürlich entsprechend anpassen. Aber in dem Fall hat es gut gepasst, ich habe mich wieder vorgetastet in Richtung Wettkampftempo und habe eigentlich genau die Vorgabe getroffen mit den 5 Minuten 45. Und da im ersten Moment ist es, selbst wenn es nur weniger Sekunden am Kilometer schneller sind, braucht man kurz einmal die Umgewöhnung vom Schritt von den 3 Kilometern auf die 2 Kilometer. Das heißt, da einfach kurz bewusst machen, dass ihr da vielleicht leicht den Schritt umstellen müsst, auch wenn es nur eine geringe Steigerung der Geschwindigkeit ist. Und ja, was dann nicht so einfach ist, dann gibt es wieder 3 Minuten Pause nach dem ersten Lauf und dann geht es in die zweite Wiederholung. Die zweite Wiederholung ist eigentlich, oder war zumindest für mich und ist wahrscheinlich für viele, der zarteste Teil. Man hat jetzt schon mittlerweile 8 Kilometer in den Beinen. Man ist jetzt schon bei einem Tempo angelangt, was im Bereich des 10 Kilometer Wettkampftempos ist. Das heißt, da staut sich natürlich schon ein bisschen was in die Beine an. Und es ist auch noch erst die vorletzte Wiederholung. Man weiß halt ein bisschen vom Kopf her, okay, nachher kommen noch 2 Kilometer. Man versucht sich zu schonen, das mache ich zumindest oft so. Muss aber gleichzeitig schon ein schnelles Tempo rennen und das ist nicht mehr ganz so locker, also das ist wahrscheinlich, diese vorletzte Wiederholung ist wahrscheinlich die größte Überwindung, in dem Fall 5,46, passt immer noch gut, eine Sekunde langsamer als die Zielzeit in dem Fall, aber das kann passieren und schauen wir uns noch kurz an, was in der letzten Wiederholung passiert ist. Also am Ende hat es wieder ganz gut gepasst. Ich habe meine verlorene Sekunde aufholen können, beziehungsweise sogar noch eine draufgelegt dann. Und 5,43 in dem Fall. Das heißt, man kann sagen, die letzte 2 Kilometer Wiederholung war jetzt wirklich schon das, was Wettkampftempo einmal sein soll. In meinem Fall war das jetzt noch dazu ein Straßentraining und ich werde nachher den Wettkampf auf der Bahn bestreiten. Aber die meisten von euch werden wahrscheinlich auf der Straße unterwegs sein, wenn ihr die 10 Kilometer lauft. Aber ja, es ist genauso einfach. Ich glaube, das ist einfach ein großer psychologischer Faktor, wenn du weißt, letzte Wiederholung. Ich versuchte immer so mal den ersten Kilometer in dem Fall jetzt mal kontrolliert anzurennen. Vielleicht ist man ein bisschen faul, lasse ein bisschen so schleifen. Aber wenn man sich noch nicht komplett abgeschossen hat in den Wiederholungen vorher, kann man ein bisschen pushen dann noch beim letzten Kilometer. Und ich habe einfach, eigentlich war ich beim ersten Kilometer in Spur zu langsam, wahrscheinlich sogar 1-2 Sekunden und habe dafür dann am letzten Kilometer
3, 4 Sekunden gut gemacht im Vergleich zur Zielzeit. Das heißt, bleibt einfach da fokussiert, macht euch bewusst, im Wettkampf wird es auch nicht lustig und ihr sollt euch nicht abschießen, aber ihr könnt natürlich ein bisschen den ja, Schmerz simulieren, der euch dann später auch im Lauf erwarten wird. Und für das ist das Training ja da und der Wettkampf fühlt sich dann hoffentlich umso einfacher an. Ja, das war so eine klassische 10-Kilometer-Einheit von mir. Ihr könnt es ja nachrechnen, es sind insgesamt dann die 2x3 Kilometer, das heißt 6 Kilometer im ersten Block und die 3x2 nochmal 6 Kilometer im zweiten Block. Das heißt, du man läuft insgesamt 12 Kilometer, das ist schon eine ganz gute Distanz, weil doch das Tempo recht hoch ist und ziemlich nah schon am Wettkampftempo dran ist. Wie gesagt, am Anfang kontrolliert bleiben, ökonomisch bleiben und am Ende könnt ihr noch ein bisschen Gas geben, ein bisschen was rausholen, aber ihr sollt euch gleichzeitig auch nicht abschießen dabei. Das Training ist eben so gestaltet, dass ich es 5 Wochen einmal mache vor meinem Wettkampf und dann so 10, 14 Tage wird es dasselbe Training noch einmal geben. Das habe ich jetzt vor mir und da bin ich schon gespannt, wie sich das anfühlen wird. Ich werde ein bisschen mitnehmen auch weiterhin ja, auf meinem Weg zum 10-Kilometer-Wettkampf. Das sind jetzt noch knapp 2 Wochen Zeit. Und ja, falls ihr einen 10-Kilometer-Wettkampf vor euch habt, ich habe es wie schon gesagt, aber ihr findet unten gratis Trainingspläne für die 10 Kilometer, egal ob ihr 60 Minuten, 50 Minuten, 40 Minuten oder noch schneller anpeilt für den 10-Kilometer-Lauf. Habt unten einen gratis Trainingsplan, holt es euch, weil es ist einfach wichtig, dass man zielgerichtet trainiert und nicht nur irgendwo herumläuft. Zumindest wenn man ja, nicht nur fit sein will, sondern halt auch den Ehrgeiz hat, eine bestimmte Zeit zu laufen dann im Wettkampf. Und ja, das habe ich auch vor. Das heißt, ich hoffe, ich habe euch ein paar Einblicke geben können, mal in eins von meinen Trainings. Ich werde es dann bei den nächsten Einheiten auch machen, damit ihr seht, was ich so für die 10 Kilometer trainiere. Jetzt nochmal der richtige Zeitpunkt. Gescheit draufknallen unten auf den Abonnieren-Button. Lasst mal bitte ein Like da. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf die nächsten Videos mit euch, wenn ich euch zeigen kann, wie ich gelitten habe oder was ich trainiert habe für die 10 Kilometer. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute, gutes Training und wir sehen uns im nächsten Video.